Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Video Teilrevision des Mehrwertsteuergesetzes und deren Auswirkungen für die Garagenbetriebe. Am 30. September 2016 haben sowohl der National- als auch der Ständerat der Teilrevision des Mehrwertsteuergesetzes grünes Licht erteilt. Damit steht der Inkraftsetzung per 1. Januar 2018 nichts mehr im Wege. In unserer zweiteiligen Videoserie bringen wir Ihnen die wichtigsten Auswirkungen für das Garagengewerbe näher. In diesem ersten Teil geht es um den allgemeinen Überblick. Im zweiten Teil beleuchten wir heikle Punkte bei der korrekten Abrechnung der Mehrwertsteuer. Für das Garagengewerbe fallen folgende Gesetzesanpassungen ins Gewicht: die Rückkehr zur Margenbesteuerung bei Oldtimer-Fahrzeugen, die Erweiterung des fiktiven Vorsteuerabzugs sowie die erweiterte Steuerpflicht für ausländische Unternehmen. In der Folge werden wir diese Themenbereiche etwas erläutern. Für den Verkauf von sogenannten Sammlerstücken, welche ohne Vorsteuerbelastung eingekauft werden, ersetzt die Margenbesteuerung den fiktiven Vorsteuerabzug. Damit werden gewisse Schlupflöcher geschlossen. Fahrzeuge, deren Erstinkraftsetzung länger als 30 Jahre zurückliegt, gelten nach der Meinung der Steuerverwaltung als Sammlerstücke. Kommt ein solches Fahrzeug zum Verkauf, kann der Einkaufspreis vom Verkaufspreis abgezogen werden und nur die Differenz, also die Marge, kommt zur Besteuerung. Im Gegensatz zur bereits bis Ende 2009 existierenden Margenbesteuerung können allerdings in der Version 2018 auch Verluste aus Verkäufen mit allfälligen Gewinnen verrechnet werden. Beim Import von Oldtimern darf neu die bezahlte Einfuhrsteuer zum Bezugspreis dazugezählt werden. Wie wir noch sehen werden, resultieren durch die Verlustverrechnungsmöglichkeit grundsätzlich die gleichen Steuerfolgen wie bei der Anwendung des fiktiven Vorsteuerabzugs. Ein Garagist kauft von einem Privaten einen über 30-jährigen Ferrari für 80.000 Schweizer Franken und verkauft diesen dann später für 90.000 Schweizer Franken inklusive Mehrwertsteuer. Bis zum 31. Dezember 2017 kann der Garagist noch den fiktiven Vorsteuerabzug von rund 5.900 Schweizer Franken geltend machen. Den Verkaufspreis versteuert er. Das ergibt eine Steuerschuld von rund 6.650 Franken. Aus diesem Geschäft resultiert also eine Nettosteuerlast von rund 740 Schweizer Franken. Da der Ferrari älter als 30 Jahre ist, muss der Garagist ab 2018 das Geschäft mit der Margenbesteuerung abrechnen. Dabei wird die Steuer auf der Marge von 10.000 Schweizer Franken berechnet, wobei sich diese inklusive 8% Mehrwertsteuer versteht. Daraus ergibt sich dann ebenfalls eine Mehrwertsteuerschuld von 740 Schweizer Franken. Wie gesagt, führen also beide Systeme bei der richtigen Anwendung zum gleichen Ergebnis. Neu können aber auch Verluste aus dem Oldtimerhandel steuermindernd berücksichtigt werden. In unserem zweiten Beispiel verkauft der Händler einen über 30-jährigen Renault Alpine mit einem Verlust von 2.000 Schweizer Franken. Der Verlust kann beim steuerbaren Umsatz in Abzug gebracht werden. Erweitert wird auch die Möglichkeit des fiktiven Vorsteuerabzugs. Bisher war dies nur beim Einkauf von Gegenständen möglich, das heißt für den Verkauf oder der Vermietung an Abnehmer im Inland und mit der Bestimmung für den Wiederverkauf. Neu kann die fiktive Vorsteuer beim Erwerb sämtlicher beweglicher Gegenstände, welche ohne Steuerbelastung beschafft wurden, geltend gemacht werden, zum Beispiel auch für Fahrzeuge eines Ersatzteilvertriebs. Erleichterungen ergeben sich auch für Exportfahrzeuge, welche unter Anwendung des fiktiven Vorsteuerabzugs angekauft wurden. Unter den bis Ende 2017 geltenden Bestimmungen musste der Garagist in diesem Fall den fiktiven Vorsteuerabzug wieder rückgängig machen. Ab 2018 fällt diese Bestimmung dahin und der fiktive Vorsteuerabzug kann auch dann beansprucht werden, wenn das Occasionsfahrzeug ausgeführt wird. Eine zentrale Änderung betrifft die Regelung der Steuerpflicht für ausländische Unternehmen, welche in der Schweiz tätig sind. Dabei wird neu nicht mehr nur auf den in der Schweiz, sondern auf den weltweit erzielten steuerbaren Umsatz abgestellt. Liegt dieser, wie erwähnt, weltweit über 100.000 Schweizer Franken, muss sich das Unternehmen in der Schweiz als mehrwertsteuerpflichtig registrieren.
auch wenn der Schweizer Umsatz unter dieser Schwelle liegt. Damit wird ein gewichtiger Wettbewerbsnachteil für inländische Unternehmen beseitigt und es werden gleich lange Spiesse geschaffen. Neben den branchenrelevanten Änderungen bringt das revidierte Gesetz noch diverse weitere Veränderungen. Eine detaillierte Besprechung würde allerdings den Rahmen dieses Beitrags sprengen. Gehen wir nur auf einige relevante Punkte ein, welche für den Garagisten wichtig sein könnten. Für E-Books und elektronische Zeitungen gilt ab 2018 ebenfalls der reduzierte Steuersatz von 2,5%, wie bei den gedruckten Erzeugnissen. Damit fällt eine für den Konsumenten oft unverständliche Ungleichbehandlung von Lesestoff weg. Was genau als E-Book oder elektronische Zeitung gilt, wird noch vom Bundesrat bestimmt. Das wird sicher auch wieder zu Abgrenzungsfragen führen. Bekanntlicherweise können die meisten von der Steuer ausgenommenen Umsätze freiwillig versteuert werden. Welche formellen Bedingungen müssen für die freiwillige Versteuerung von Umsätzen erfüllt sein? Im revidierten Mehrwertsteuergesetz wird festgehalten, dass die freiwillige Versteuerung entweder durch offenen Ausweis oder durch Deklaration in der Abrechnung erfolgen kann. Das Bundesgericht hatte in einem Entscheid vom Oktober 2014 noch befunden, dass die Deklaration alleine dazu nicht ausreicht. Dies wird nun mit dem revidierten Gesetz wieder rückgängig gemacht. Dies wären die wichtigsten Änderungen im Überblick. Wie geht es nun weiter? In einem nächsten Schritt wird der Bundesrat die Verordnung zum Mehrwertsteuergesetz überarbeiten und dann in Kraft setzen. Dann liegt der Ball bei der eidgenössischen Steuerverwaltung, welche für die Brancheninformationen für das Motorfahrzeuggewerbe überarbeiten muss. Ob diese dann rechtzeitig per 1. Januar 2018 bereit ist, ist abzuwarten. Zum Schluss muss dann der Garagist allenfalls noch seine Prozesse im Rechnungswesen anpassen. Dies betrifft insbesondere die Händler, welche auch Oldtimer vertreiben. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen von FIGAS sehr gerne zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir wünschen eine gute Umstellung auf die neuen Anpassungen.